Beim Zuschauen ist es leichter, als beim selber spielen. Richtig. Aufschlag Linus Dreikorn spielt in der Herrenmannschaft DV Adonoris Nürnberg. Weiß jetzt gar nicht, ob die im Relegationsspiel aufgestiegen sind oder immer noch in Bayernliga. Ist noch Jugendspieler, dort unter den besten Top 10 Bayerns, glaube ich. Gibt es auch Videos von mir bei der Bayerischen Jugendmeisterschaft in diesem Jahr. Und auch ein alter Hauptdarsteller auf meinen Tischtennis-Videos. Herr Christian Friedrich aus dem Oberfränkischen, Bamberger Ecke. Wechselt er ab und zu mal, keine Ahnung, wo er gerade unterwegs ist. In Ebern. Bei meinem alten Verein. Ja. Und der führt, für mich fast ein bisschen überraschend, 2-0. War aber für mich schwer einzuschätzen, weil ich den ja definitiv so lange nicht gesehen habe, dass ich ihn jetzt beinahe nicht mehr erkannt hätte, noch dazu mit seiner neuen Frisur, die ja vielleicht möglicherweise sogar schon etwas älter ist. Also, geht auf 3 Sätze oder auf 4? 3 Gewinnsätze. Spielt hohes Risiko, habe ich mir sagen lassen. Christian Friedrich eben zu sehen. Wenn die Banane kommt, ist es ein Punkt, wenn nicht, ist er weg. Aber die Quote stimmt bisher in den ersten 2 Sätzen. Wichtig halt für Linus, dass er auch mal die Granaten einfach zurück auf den Tisch kriegt und dann vielleicht auch mal selber aktiv werden kann. Sagt sich alles so leicht. Ist der Satz schon rum? Also, auch bei mir natürlich ganz unten in der untersten Liga. 3 gute Sätze habe ich noch nie gespielt, spätestens der 3. Die ersten 2 Sätze haben besser ausgesehen. Ja? Du wolltest deine Geheimnisse nicht der Kamera verraten. Nee, muss ich nicht. Du bist der Profi. Da kenne ich keine Gnade bei den Amateuren, obwohl ich rechtlich auf der sicheren Seite bin. Sage ich, wenn du das nicht willst, dann muss ich das auch nicht haben. Ich bin doch ein alter Eberner, ich muss doch jetzt anfeuern. Aber die Profis immer nur dann filmen dürfen, wenn sie gerade gut spielen. War ja auch nur ein Scherz, ne? Von Christian. War noch nie ein Problem, ihn zu filmen. Naja, wenn es ein bisschen lebt, kann man schon noch drehen. Ne? Ja, 2 relativ sichere. Banan. Der eine sogar mit Netzunterstützung. Ist er wieder im Aufwind? Der Aufschläger Christian Friedrich. Aber auch
schon 2300 Meter. Oh, und man sieht diese Kiste mal, das ist echt geil. Aber dann auch schon, wenn dann unbedingt geblockt wird, der Ball. Dann geht's hinten rein, dann kommt er nach. Ja, sind wir uns einig, ne? Das ist auch so ein Spiel von Christian. Was so riskant ist, dass man durch ein bisschen Rotationsverzug schnell mal einen leichten Punkt hat. Ne? Ja, der Ante spielt jetzt ein bisschen besser. Ja, das muss er machen. Vor allem, weil es lauter Punkte. Ja. Dann ist das ja schon fast alles in Jena und Wischbach. Hier sind nicht beim Wagen, weil die Mannschaften nicht wegschwächern wollen. Ja, wir Wischbach ist ein ganz klein, der hier so in der Gatsche kommen. Und der andere Ausländer, der neue, der spielt nicht. Der Gatsche spielt nie, man spielt ja oder gleich. Wenn der andere spielt der Gatsche, dann war der Hund, das sind mindestens ein, anderthalb Punkte. Das riecht nach Entscheidungssatz. Und das ist halt auch nicht mehr die Idee. Das ist auf jeden Fall für euch. Wenn die Rückhand anziehen kann, ist ja immer ein Vorteil, klar. Rechts erfahren jetzt das Spiel, wie immer, genau dann, wenn ich die Kamera anmache. Timo Neumann. Ich glaube, aktueller Bezirksmeister, wenn ich mich nicht täusche. Schön, auf geht's. Natürlich in Abwesenheit der wirklichen Koryphäen. Und da haben wir Marcel Burstein. Da hat mal nur der Hegenberger gespielt, weil er noch nicht für die Bayerische qualifiziert war. Und sich dann natürlich prompt qualifiziert. Und damit sind wir im Entscheidungssatz. Kurzer Blick hier. Ein paar liegen niedriger. Igor Rudi, meine Steinplattenbekanntschaft aus Fett, mit Doppelpartner gegen Günter Strubel, mit Partner. Und dann geht's in Platz Nummer 5. Binsenweisheit, guter Start, wäre wichtig. Wer kommt besser aus den Startlöchern? Er fordert es heraus, dass er mit Rückhand angreifen kann. Zweimal hat es funktioniert. Jawohl, gut. Wollen wir gut. Die dritte. Für wen bist du jetzt eigentlich? Der spielt jetzt aktuell für Ebern, das ist mein alter Verein, da habe ich schwellen gelernt. Ach, entschuldige. Da stand ich auf dem Schlauch. Ja, mein Herz schlägt auch für den Christian, aber momentan werfe ich einen Blick auf die Jugend.
Den Tricon habe ich ja dieses Jahr erst entdeckt, wegen der Corona-Pause. Ja, das ist ja das, was vielleicht bei dir vorhin umgekehrt angekommen ist. Wo du dir gedacht hast, was labert er jetzt? Ja, das war mein Konzept für den Tricon, nicht für den anderen. Ja. Ball auf den Tisch bringen und Rotation wechseln. Damit die Trefferquote der Risikobälle von Christian Friedrich geringer wird. Ja, es geht gar nichts mehr. Vorläufig. Dann kommen natürlich auch solche Bälle noch dazu. Da kämpft er nicht mehr wirklich um eine Wende, sondern schenkt ab die letzten drei Bälle. Nach 2:0 Führung für Friedrich dreht er dieses Spiel für einen Jugendlichen relativ clever abgekühlt.